Hallo und Weidmannsheil, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hunt, Cook and Grill. Alles hat irgendwann mal ein Ende, genau wie die Krieghoff-Aktion 2.0. Alle, die mir aufmerksam folgen, die haben mitbekommen, dass ich jetzt ein Jahr diese Waffe hier oder eine Jagdsaison diese Waffe hier im jagdlichen Einsatz führen konnte. Das ist der Krieghoff Optima Drilling. Und was ich damit so erlebt habe, das zeige ich euch jetzt in den folgenden Bildern. In einer kleinen Zusammenfassung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und am Ende sehen wir uns wieder zu einem kleinen Fazit und zu ja, dem, was ich eigentlich hier von dieser Waffe halte und was ich so ja, für Erfahrungen damit gemacht habe. Bleibt also dran, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Thank you.
Ja, ihr habt es in den Bildern gesehen. Ich habe viel erlebt mit dieser wunderschönen Waffe hier. Und ja, jetzt möchte ich schließen mit einem kleinen Fazit. Also, zunächst einmal zu dieser Waffe hier. Das, was mir von Anfang an sofort aufgefallen ist, ist, dass diese Waffe unheimlich führig ist. Also, ihr habt hier einen guten Meter, ein bisschen mehr als einen Meter, Material. Und das ist wirklich ein riesengroßer Vorteil. Gerade in den engen Kanzeln im Schwarzwald oder auf der Drückjagd. Das finde ich ist unschlagbar und das ist für mich aus meiner Sicht der größte Pluspunkt. Zweiter Pluspunkt, den ich super finde, ist eben die jagdliche Universalität. Ich kann wie beim Schweizer Taschenmesser das Ding überall einsetzen, egal ob Drückjagd, Ansitzjagd, Pirsch oder einfach auf verschiedene Wildarten. Das funktioniert super. Ich will euch jetzt nicht langweilen mit irgendwelchen Kalibern, aber große Kugel, kleine Kugel, Schrotlauf, mehr braucht man eigentlich nicht, wenn man irgendwie jagdlich universell unterwegs sein möchte. Der nächste Punkt ist die Sicherheit. Das ist ein, im Gegensatz zum alten Drilling, den man sich vielleicht irgendwo kauft, der von Opa vielleicht noch im Schrank steht, ein großer Vorteil. Dieser Drilling hat eine Sicherheitshandspannung, die geht relativ schwer. Es gibt Waffen, da geht das leichter, aber auch das ist aus meiner Sicht kein Nachteil, sondern es ist eigentlich eher ein Vorteil, weil man nicht vielleicht irgendwie unbeabsichtigt diese Handspannung hier auslösen kann und ja auch sehr bewusst eben den Spannvorgang einleiten muss und hinterher auch wieder ganz leicht und geräuschlos entspannen kann. Ich habe hier die Umschaltung, große Kugel, kleine Kugel, beziehungsweise vorderer Abzug, hinterer Abzug, das Ganze funktioniert hier auch relativ einfach und intuitiv und ich habe halt eben ganz leichten Schlossgang und hier merkt man einfach diese, ja, die Verarbeitungsqualität dieses Drillings. Also die Waffe ist wirklich super verarbeitet, es gibt kein Spiel, es gibt kein Wackeln, es passt alles ineinander. Ja, was soll man sagen, es ist wirklich ein Schmuckstück, muss man einfach sagen. Ja? Dieses Schmuckstück, das kann man sich bei der Firma Krieghoff individuell zusammenstellen. Ja, also wenn euch das interessiert, da verlinke ich euch jetzt mal ein Video hier oben irgendwo in die Ecke, rechts oder links, von YouTube-Kanal der Firma Krieghoff. Und da wird der Maximilian euch in diesem Video ausführlich erklären, welche Konfigurationsmöglichkeiten es gibt und was ihr so individuell hier anpassen könnt. Das ja, möchte ich euch jetzt hier nicht alles nochmal erzählen, das könnt ihr da nachschauen. Zum Glas kann man sagen, es ist ein tolles Universalglas. Ich war früher immer so auf dem Standpunkt, dass ich gesagt habe, oh, ich brauche jetzt irgendwie keinen Premium-Hersteller, weil das, was ich auf meiner Waffe habe, reicht auch. Stimmt, reicht auch. Aber wenn man sich dieses Glas hier einfach mal ein Jahr jagdlich zu Gemüte geführt hat, so möchte ich das mal sagen, dann überdenkt man möglicherweise diese Entscheidung nochmal, wenn zum Beispiel dann, wenn es um Neuanschaffungen geht. Also das 1,8 bis 12x50i, das Leica Magnus, ist wirklich ein super Glas. Es hat eine Anfangsvergrößerung, ein super weites Sehfeld, ist damit auch drückjagdtauglich, ein ganz feines Leuchtabsehen und einen ganz fein justierbaren und dimmbaren Leuchtpunkt. Und eine absolut brillante Abbildungsleistung. Das sind so die Highlights dieses Glases und ich finde es wirklich richtig, richtig gut. Solltet ihr auf jeden Fall euch vielleicht mal auf der nächsten Messe oder so anschauen. Es ist schlank gebaut und passt wirklich auch super zu dieser Waffe. Ja, kommen wir mal zu den vermeintlichen Nachteilen. Ich habe es gerade schon erwähnt, das Gewicht ist mir von vielen Yachtkollegen gesagt worden, die das Ding in der Hand hatten. Oh, der ist aber schwer. Ich sage ja, ich habe auch ein breites Kreuz. Also für mich war das Gewicht gar nicht so entscheidend. Man kann mit dem Ding pirschen, man kann mit dem Ding auf den Ansitz gehen, man kann das auch ein paar Stunden durch die Gegend tragen. Für mich gar kein Problem, aber vielleicht ist der ein oder andere da empfindlich. Vorteil bei dem Gewicht ist, das Ding läuft, wenn ich da im Schießkino bin, auf der Drückjagd, wie auf Schienen. Ja, also es läuft wirklich wie auf Schienen durch die kompakte Bauweise. Es ist sehr führig und damit ist dieser Vorteil oder dieser Nachteil eigentlich wieder aus meiner Sicht ein Vorteil. Also Ruhe im Anschlag, das funktioniert wirklich super. Ja, der zweite Punkt ist, und das ist halt wieder Geschmackssache, aber vielleicht auch ein bisschen die Frage, wie jage ich, wie möchte ich jagen und wie möchte ich vielleicht auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden als Jäger. Also wenn ich mit dieser Waffe am Dorfrand auf dem Bock ansitze und ich zünde um 5 Uhr morgens die Patrone und gebe einen Schuss ab, dann stehen alle senkrecht im Bett. Und da finde ich, ist zum Beispiel ein Schalldämpfer von Vorteil,
Den kann ich hier eben noch nicht. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen schallgedämpften Drilling von der Firma Krieghoff. Den gibt es halt einfach nicht. Und das ist halt, wie gesagt, das meine ich, ist kein Nachteil, sondern es ist eben eine Entscheidung, wie möchte ich jagen. Das ist Geschmackssache. Für mich einfach etwas, wo ich sage, man muss eben abwägen und dann auch entscheiden, wenn ich eine zweite Waffe habe, nehme ich heute den Drilling, wenn ich am Dorfrand sitze, oder nehme ich eben eine Waffe, wo ich einen Schalldämpfer zur Verfügung habe. Also reine Geschmackssache, finde ich keinen Nachteil. So, zweiter Punkt, was vielleicht noch für den einen oder anderen Problem ist, das ist der Preis. 13.000 Euro kostet der Drilling so in dieser Ausführung, wie er ist, also ungefähr 13.000 Euro. Und das ist natürlich ein stolzer Preis, aber man muss bedenken, es ist so, hier kaufe ich nicht einfach nur irgendeine 0815 Waffe, sondern ich kaufe hier auch irgendwie einen Gegenstand, der mir als Jäger ein ganzes Jägerleben Freude bereiten soll, der sehr gut verarbeitet ist, wo viel Liebe, Handarbeit drin steckt und ja, wo ich einfach auch was Besonderes habe. Und der zweite Punkt ist, und dann relativiert sich vielleicht dieser Preis wieder, ich habe ja hier eine Waffe, wo ich eben mehrere Waffen sozusagen in einer kombiniert habe. Und wenn ich die einzeln kaufe, dann bezahle ich ein Glas, dann bezahle ich die Waffe. Und wenn das jetzt nicht alles ganz billig sein soll, dann kostet das halt auch ein paar Mark. Also insofern ein Liebhaberstück, etwas, was wirklich, was man sich, glaube ich, nur einmal im Jägerleben kauft. Und jetzt muss man sich einfach die Frage stellen, wie viele Autos kauft man sich in einem Leben? Und dann relativiert sich dieser Preis natürlich auch wieder. Ja? Also, sehr schöne Waffe. Zur Munition kann man sagen, RWS-typisch, super Tötungswirkung, funktioniert super. Ich schieße normalerweise die Hit. Die Evo Green, die hier in der großen Kugel genutzt wird, ist vielleicht eine Patrone, die gerade bei kleineren Stücken und schlechten Treffern zu einer höheren Wildbretentwertung führt. Aber ansonsten kann man dazu überhaupt nichts sagen. Ich finde die Patrone super, jagdlich, voll einsatzbereit, präzise, genau wie diese Waffe hier übrigens auch. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen freundlichen Kommentar da. Schreibt doch vielleicht einfach mal unten in die Kommentare rein, wie ihr zur Jagd mit einem Drilling steht. Habt ihr einen Drilling zu Hause? Oder sagt ihr, Drilling ist was, was man in der heutigen modernen Jagd überhaupt nicht mehr braucht? Das steht bei Opa im Schrank und da bleibt es auch. Das würde mich einfach mal interessieren. Ansonsten möchte ich mich an dieser Stelle bedanken, möchte euch auch ermuntern, vielleicht, wenn es nochmal so eine Aktion gibt, da mitzumachen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte mich bedanken bei der Firma Krieghoff, bei der Firma Leica und bei der Firma RWS und natürlich auch bei der Firma K&K Premium Yacht. Ihr habt das in dem Video gesehen, wir waren dort zweimal zur Yacht. Und wer vielleicht nicht so die Jagdgelegenheit hat oder einfach mal jagdlich was Neues ausprobieren möchte, der kann sich dann an Jagdreiseveranstalter wenden. Und in diesem Sinne, Weidmann Zeil, macht's gut und bis zum nächsten Mal.